Original Multiple Choice, eine Aussagenkombination. Und diese Aussagenkombination lautet: Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Zu den typischen Merkmalen des somatischen Syndroms bei einer depressiven Episode nach ICD-10 zählen: Erstens deutlicher Appetitverlust. Zweitens Verminderung von Konzentration und Aufmerksamkeit. Drittens Morgentief. Viertens Suizidgedanken. Und fünftens psychomotorische Hemmung. Nochmal. Typische Merkmale somatisches Syndrom einer depressiven Episode. Erstens deutlicher Appetitverlust. Zweitens Verminderung von Konzentration und Aufmerksamkeit. Drittens Morgentief. Viertens Suizidgedanken und fünftens psychomotorische Hemmung. Das somatische Syndrom, also eine Summierung verschiedener Symptome, also Summierung verschiedener Symptome, die eben typisch sind für eine depressive Episode. Es ist noch nicht das komplette Krankheitsbild, aber es ist eben doch die Summe verschiedener Symptome, die hier in Frage kommen. Und Depressionen drückt sich oft in somatischen Bereichen aus. Das heißt, der Körper reagiert im weitesten Sinne oder die vegetative Funktion reagiert oder die zirkadianen Besonderheiten wie nachts besser, morgens schlechter, was auch immer, reagieren und verändern sich. Das alles hängt mit der Körperlichkeit von uns Menschen zusammen und insofern ist Depressivität oder depressive Episode oder Depression als Störung, als Krankheit immer auch verbunden mit körperlichen Symptomen. Und hier natürlich den typischen somatischen Syndromen. Und das Krankheitsbild Depression ist ja nicht nur Niedergeschlagenheit oder ich bin nicht mehr effektiv, ich kann nicht mehr richtig nachdenken, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich bin nicht assoziationsfähig, ich habe keine Hoffnung, ich habe keine Gedanken. Ich habe nicht neue Impulse, die mich tragen durch den Alltag, weil ich sage, guck mal, wie schön ist das alles, das ganze Leben, wie schön ist die Sonne und all die Menschen, die mich umgeben, sondern da hapert es ja irgendwie. Also irgendwo sind die Menschen, die eine depressive Episode haben, nicht mehr assoziationsfähig. Sie sind nicht mehr in der Lage, ihre Gedanken zu formieren, daraus etwas zu machen und all das. Und deswegen geben wir ja auch als Möglichkeit Antidepressiva, damit so eine Stimmungsaufhellung stattfindet, damit dieser Christbaum wieder richtig leuchtet und nicht diese ganzen Reihen von ausgefallenen Lämpchen ein Problem werden, weil man es nicht mehr zusammenkriegt, weil man sich unwert fühlt, weil man sich ineffektiv fühlt und all das nicht mehr in der Lage ist, das Leben zu absolvieren. Und depressive Episoden gibt es ja in unterschiedlichen Graduierungen, von leichten bis zu schwersten depressiven Episoden mit zum Beispiel auch psychotischen Symptomen. Wie gesagt, das Somatische ist bei der Depression, beim Ausdruck der Depression etwas sehr Wichtiges und wird wahrscheinlich in der allgemeinen medizinischen Praxis oder internistischen Praxis oder in der Klinik oft übersehen. Man sieht zu viel Körper und zu viel Körperfunktion, zu viel Laborwert, zu viel Materielles, wo man reingucken kann, was sich verändert ist und verkennt aber, dass derjenige möglicherweise eine depressive Episode hat. Und depressive Episoden sind sehr verbreitet, weltweit und global gesehen. Und es lohnt sich immer wieder genau dahin zu gucken und sich nicht von den somatischen Symptomen oder eben dem somatischen Syndrom verführen zu lassen, zu sagen, oh, das ist zwar was Körperliches, da ist auf jeden Fall eine Körperlichkeit dahinter und die muss ich untersuchen, weiterverfolgen und auch therapieren. In Wirklichkeit ist es nur ein Unwertsein oder das Gefühl des Unwertseins oder nicht mehr Rechtseins, was auch immer, in einer depressiven Episode. Und insofern die Alternative 1, wenn wir jetzt zur Argumentation kommen, der deutliche Appetitverlust. Ein somatisches Symptom, der isst nicht mehr richtig. Und wenn ein Mensch nicht mehr isst, dann hat er ein Problem. Deswegen gucken wir bei Kindern so sehr drauf, dass sie Hunger haben, dass sie Appetit haben. Nicht? Und das gilt aber für Erwachsene genauso. Natürlich kann das ausufern dann in eine Völle und eine Ersatzhandlung und all das. Und dann haben wir wieder ein Problem. Dann ist kein Appetit mehr, sondern eine Völlerei oder was auch immer. Also hier somatisches Syndrom innerhalb der depressiven Episode, deutlicher Appetitverlust ist richtig. Zweitens,
Verminderung von Konzentration und Aufmerksamkeit. Das ist kein somatisches Symptom, sondern das ist eine mentale Funktion. Konzentration, Aufmerksamkeit haben wir bei den Elementarstörungen, also in der allgemeinen Psychopathologie. Also falsch. Drittens das Morgentief. Das Morgentief wiederum als zirkadiane Besonderheit, als Zeichen dafür, wie man sich fühlt morgens, wie man sich fühlt nachts oder abends oder tagsüber, ist etwas sehr Wichtiges und typisch für eine depressive Episode, das Morgentief. Morgens geht es schlechter, morgens komme ich schlechter aus dem Bett oder ich komme überhaupt nicht mehr aus dem Bett oder ich tue mich total schwer, ich bin wortkarg und all das. Fast irgendwo mutistisch und all diese Geschichten würden zusammenhängen mit dem Begriff Morgentief, ist also richtig. Viertens die Suizidgedanken. Die sind zwar auch wichtig bei einer depressiven Episode, aber sie sind kein somatisches Syndrom oder gehören nicht in den Zusammenhang des somatischen Syndroms. Also falsch. Schließlich fünftens die psychomotorische Hemmung. Das wiederum ist ein somatisches Symptom und gehört damit zu dem somatischen Syndrom, also zu der Summierung unterschiedlicher somatischer Symptome, psychomotorische Hemmung. Und um es nochmal aufzuzählen, hier die alternativen 5, psychomotorische Hemmung, das Morgentief, die Nummer 3 und erstens der deutliche Appetitverlust, die alle drei als typische somatische Symptome innerhalb des somatischen Syndroms gelten. Das somatische Syndrom sei an dieser Stelle nochmal der Vollständigkeit halber aufgeführt. Da haben wir zunächst mal den Interessenverlust oder den Verlust von Freude. Ob es sich dabei um einen echten Verlust handelt, wird daran gemessen, ob Tätigkeiten normalerweise angenehm waren und zur Befriedigung eines Menschen führten oder eben nicht. Dann natürlich die mangelnde Fähigkeit, emotional zu reagieren, wenn die Umgebung freundlich ist oder ein freudiges Ereignis eintritt. Dann das frühmorgendliche Erwachen. Kriterium ist dabei hier die gewohnte Zeit, zu der man zuvor gewohnt war, aufzuwachen. Maßgeblich aber ist, dass man mindestens 2 Stunden vor dieser gewohnten Zeit aufwacht. Dann das Morgentief, also morgens alles schlechter. Dann die psychomotorische Hemmung oder die Agitiertheit als objektiver Befund. Also vollkommen gehemmt sein, gar nichts mehr tun, also Kataton im Bett herumliegen, gar nicht mehr hochkommen. Oder das Gegenteil, die Agitiertheit, die Getriebenheit ohne einen objektiven Befund. Also man läuft nachts durch die Straßen oder fühlt sich nur noch getrieben. Dann der deutliche Appetitverlust. Dann der Gewichtsverlust. Der Gewichtsverlust umfasst meist mehr als 5% des Körpergewichtes bezogen auf den vergangenen Monat. Schließlich der deutliche Sexverlust oder Libido-Lustverlust, Lust auf Sexualität.